Alexander Sander ist nicht nur unser Geschäftsführer, er ist auch der Gründer der No-PNR-Initiative, also No Passenger Name Record oder keine Fluggastdatenspeicherung. Und seit 2014 liegt zumindest eins von diesen Abkommen ein bisschen auf Eis, nämlich weil es beim EuGH zur Überprüfung eingereicht wurde. Und der hat sich jetzt endlich entschieden. Darüber wirst du uns jetzt updaten, stimmt's? So ist es. Vielen Dank. Ja, Jana hat es schon gesagt. Wo ist denn das Dings? Es geht um das Gutachten vom Europäischen Gerichtshof zum Fluggastdatenabkommen zwischen der EU und Kanada. Das Fluggastdatenabkommen ist im Großen und Ganzen eine Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten lag ja nun auch schon das eine oder andere Mal vor Gericht, auch vom EuGH. Und zunächst einmal geht das nicht. Die Frage zu klären, was sind PNR, Passenger Name Record, also Fluggastdaten. Pro Flug, pro Passagier werden ungefähr 60 Einzeldaten über Passagiere gesammelt, darunter eben Informationen, wo man sitzt, was man isst, wie viel Gepäck man oder ob man Gepäck dabei hat, Zahlungsinformationen, mit wem man zusammenreist, Informationen über den gesundheitlichen Zustand von Reisenden und so weiter und so fort. Das sammeln Airlines, das macht auch durchaus Sinn, eben um den Service für ihre Fluggäste zu gewährleisten oder gegebenenfalls auch zu erhöhen. Also bedeutet, wenn ich einen Sitzplatz buche, würde ich da gerne auch sitzen und nicht woanders. Darum machen das Airlines. Und nach den Anschlägen auf das World Trade Center haben die Amerikaner dann angefangen und haben gesagt, ja, wir brauchen diese Fluggastdaten, also wir müssen unbedingt wissen, was die Leute unterwegs so essen auf ihrem Flug, damit wir dann eben gegen Terroristen vorgehen können. Mittels dieser Maßnahme sind sie dann auch einfach zu den Europäern gekommen und haben gesagt, ja, alle Daten von euren Airlines, die eben von Europa nach in die USA fliegen, diese Daten wollen wir dann haben und haben einfach sang- und klanglos eigentlich so eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt, haben das einfach gemacht. Und das fand die EU dann irgendwie auch nicht so ganz okay und so ganz legal. Und dann hat man eben gesagt, gut, wir müssen das irgendwie auf eine rechtliche Grundlage stellen. Deswegen wurde ein Abkommen ausgehandelt. Ein Abkommen zur Übermittlung von eben diesen Fluggastdaten an die USA, die dann dort für 15 Jahre lang auf Vorrat gespeichert werden. Also die Amerikaner speichern für 15 Jahre lang, was jemand auf dem Flug gegessen hat, um diese Daten dann zu nutzen, um Terroristen zu finden. Diese Idee fanden dann andere Länder auch so genial, dass sie es der USA gleich tun wollten, nämlich Australien und Kanada waren dann solche Länder. Hier hat die EU aber sehr hart verhandelt im Sinne der Grundrechte der Europäerinnen und Europäer und hat dann da eine Vorratsdatenspeicherung von 5 bzw. 5,5 Jahren ausgehandelt. Also 10 Jahre weniger als in den USA, aber immerhin immer noch eine Vorratsdatenspeicherung von eben 5 Jahren. Und diese Abkommen wurden auch auf den Weg gebracht, mit Australien zumindest. Das war dann so 2012, 2013 und dann hat man ein Abkommen mit Kanada ausgehandelt und kurz bevor man das abstimmen sollte im EU-Parlament, kam das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten, was ja besagt, dass eine Vorratsdatenspeicherung gegen die europäischen Grundrechte verstößt. Und da wurden dann die EU-Parlamentarier etwas nervös und haben gesagt, gut, bevor wir jetzt dieses Abkommen mit Kanada unterschreiben, wollen wir gerne vom EuGH wissen, das war im November 2014, ob denn dieses Abkommen gegen europäische Grundrechte verstößt. Dann hat sich der EuGH hingesetzt, hat jetzt da ein paar Jährchen, 2,5 Jahre dran rumgedoktert und hat dann jetzt Ende Juli eben sein Gutachten über dieses Abkommen veröffentlicht und wenig verwunderlicherweise kam er eben zu der Einschätzung, dass diese Vorratsdatenspeicherung auch gegen europäische Grundrechte verstößt. Und zwar kritisiert er die Speicherfrist, also diese 5-jährige Speicherfrist der Daten. Er kritisiert, dass sensible Daten genutzt werden und übermittelt werden und dass es eben durch die automatisierte Verarbeitung zu Diskriminierung kommen kann. Bei der Speicherfrist sagt der EuGH konkret, für ihn ist es erstmal überhaupt nicht nachvollziehbar, warum denn die Daten für 5 Jahre lang gespeichert werden müssen, wenn doch dann die Leute schon eingereist sind und man festgestellt hat, dass sie keine Terroristen sind, wozu müssen die Daten dann halt noch für 5 Jahre gespeichert werden? Also in dem Moment, wo man sich eben einmal so eine Sicherheitsüberprüfung unterzogen hat und festgestellt wurde, dass man eben jetzt nicht unter Terrorismus fällt,
dann müssen wir ja irgendwie die Daten eigentlich nicht weiter behalten oder einschränken den Zugriff darauf oder wie auch immer. Jedenfalls ist es für den EuGH jetzt nicht nachvollziehbar, warum man, wenn man einmal festgestellt hat, dass jemand kein Terrorist ist, das dann zu einem späteren Zeitpunkt dann doch tun sollte. Was für den EuGH dann ganz unerklärlich ist, warum dann eben diese Daten auch noch über die Ausreise hinaus gespeichert werden. Also das ist dann eigentlich so der Punkt, also wenn jemand da war in dem Land und das Land dann wieder verlassen hat, dann sagt der EuGH, also warum er dann halt noch irgendwelche Datenauswertungen machen müsste über jemanden, der noch nicht mehr da ist, das erschließt sich ihm halt überhaupt nicht. Und eben warum diese sensiblen Daten ausgewertet werden müssen. Sensible Daten, ich hatte es am Anfang schon gesagt, das sind sowas wie Essensdaten, also was jemand isst, das wäre so eine Information, aber eben auch sowas wie der gesundheitliche Zustand. Also gesundheitlicher Zustand wird zum Beispiel gesammelt, wenn jemand Assistenz benötigt, weil er zum Beispiel nicht so laufen kann und dann so einen Rollstuhl braucht im Flughafen. Solche Informationen werden da gespeichert. Und der Höhepunkt dieser Datensammelwut ist ein Freifeld. Also es gibt in diesen 60 Einzeldatenkategorien, in die man irgendwas Vorgegebenes eintragen kann, gibt es noch ein Freifeld und dort können dann Airline-Mitarbeiter oder dem Reisebüro-Mitarbeiter, wo man die Reise gebucht hat, oder aber eben auch Zollbeamte, können in dieses Freifeld eintragen, was sie lustig sind. Das wird dann auch gemacht. Es gibt dann so ein paar Datenanfragen, die man nachvollziehen kann, und da stand dann zum Beispiel mal in so einem Freifeld drin, dass jemand mit einer Taschenlampe gereist ist, wo Hanfaufkleber drauf waren. Oder dass jemand ein Buch dabei gehabt hat, Drogen und deine Rechte. Oder dass jemand mit dem Apfel gereist ist. Also solche Informationen finden sich dann in einem Freifeld und sollen eben dafür genutzt werden, um gegen Terrorismus zu Felde zu rücken. Da sagt der EuGH, das ist ein bisschen unkonkret, also sehr unspezifisch. Hier ist überhaupt nicht klar, welche Daten da eigentlich da reinkommen und wozu die denn nützlich sein sollen. Genauso gibt es eben Datenkategorien, wo dann da steht, ja, wir wollen zum Beispiel eben diese Gesundheitsdaten haben von den Leuten und so weiter. Also und so weiter findet der EuGH jetzt auch nicht so wahnsinnig spezifisch. Also er sagt halt hier, das Problem sind zum einen die sensiblen Daten, die gesammelt werden, und es ist eben nicht präzise gesagt, welche Daten gesammelt werden und wozu die denn überhaupt gut sein sollen. Und wenn diese ganzen Daten da gesammelt sind, dann werden die zum einen eben genommen, um die mit bestehenden Datenbanken abzugleichen. Das bedeutet, die kanadischen Behörden nehmen dann all ihre Datenbanken, die sie so haben, schmeißen da die Namen rein und gucken mal, ob es irgendwo einen Treffer gibt. Wenn das noch nicht zum Erfolg geführt hat, dann gibt es eine klassische Rasterfahndung. Also man schüttelt die Daten so lange, bis irgendein Ergebnis rausfällt, und hat dann da so seine Verdächtigen. Die Amerikaner machen das auch relativ erfolgreich mit ihren No-Flight-Orders. Da nutzen sie auch diese Daten. Da stehen dann zum Beispiel dreijährige Kinder mal unter Terrorverdacht. Wenn man die Daten nur lange genug schüttelt, wird schon irgendwas rauskommen. Und hier sagt der EuGH eben auch, oh, es ist gefährlich, können es eben zu Diskriminierungen kommen. Also mit anderen Worten sagt der EuGH relativ klar, dass eine Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten eigentlich nicht möglich ist, weil die Speicherfrist ist zu krass, die Daten sind zu abgefahren und außerdem kommt es zu Diskriminierung. Witzigerweise wären auch schon im Vorfeld, also jetzt könnte man ja sagen, gut, aber irgendwie müssen ja Zollbehörden ja auch irgendwie wissen, wer ins Land kommt. Das ist auch schon so. Es gibt nämlich sogenannte API-Daten, das sind Advanced Passenger Information, das sind Passdaten. Und diese Passdaten werden sowieso schon ausgetauscht. Also jedes Mal, wenn jemand von A nach B irgendwo hinreist, also zum Beispiel von Europa nach Kanada, werden diese Passdaten übermittelt. Das Schöne an den Passdaten ist, die kann man auch verifizieren. Das bedeutet, es hat mal irgendwann eine Behörde gesagt, diese Daten, die da drinnen stehen, die stimmen. Da werden auch keine Namen falsch geschrieben oder sonst irgendwas, sondern die stehen halt so, wie sie da stehen. Und da gibt es auch noch eine Passnummer dazu, und dann kann man die Leute relativ einfach zuordnen und kann halt auch davon ausgehen, dass diese Daten ja eben verifizierbar sind. Das Problem bei diesen PNR-Daten ist, sie sind nicht verifizierbar. Also wenn jetzt halt irgendwo ein Airline-Mitarbeiter da hockt und meinen Namen falsch schreibt, dann ist das halt ein bisschen blöd, weil das ist dann auf dem Ticket nicht mein Name, aber im schlimmsten Fall kann ich halt vielleicht nicht irgendwo hinfahren oder kriege halt eben keinen Sitz oder sonst irgendwas. Aber wenn diese Daten dann aber eben genutzt werden, um Rasterfahndungen damit zu machen, und dann hat man zum Beispiel, weil ein Name falsch geschrieben wurde, nicht verifizierte Daten, woran dann Leute unter Terrorverdacht geraten, ist das halt auch ein bisschen problematisch. Und diese Passdaten, diese API-Daten werden eben, wie gesagt, schon ausgetauscht, werden im Vorfeld einer Reise, also meistens so 24 bis 48 Stunden vorher übermittelt. Da kann man gucken, ist ein Terrorist dabei. Wenn nicht, dürfen die Leute halt eben einreisen und dann auch entsprechend wieder ausreisen. Also von daher, es gibt schon Maßnahmen der EuGH, dem ist jetzt auch nicht so unbedingt klar, warum jetzt da halt noch eben weitere Informationen wie zum Beispiel Gepäckdaten oder Essensdaten gesammelt werden müssen. Was bedeutet jetzt dieses Gutachten? Das Gutachten bedeutet zunächst einmal nur,
dass das Abkommen zwischen der EU und Kanada nicht in dieser Form unterschrieben werden darf. Also das bedeutet, die EU-Kommission ist jetzt eigentlich aufgefordert, ein neues Abkommen zwischen der EU und Kanada auszuhandeln und das dann halt eben dem Rat und dem Europäischen Parlament zur Abstimmung vorzulegen. Ob das gelingt, das wage ich zu bezweifeln, weil die Vorgaben vom EuGH eigentlich relativ klar sind, dass ja eben so eine Vorratsdatenspeicherung nicht geht. Aber ja, wenn man sich hier auch die Vergangenheit anguckt, mit welcher Energie immer wieder irgendwelche Vorratsdatenspeicherungen auf den Weg gebracht werden, die angeblich rechtskonform sein sollen, dann ja, schauen wir mal ab, was die Kommission da jetzt so macht daraus. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass diese Abkommen zwischen der USA und Europa sowie mit Australien und Europa, wenn man dieses Gutachten daneben legt, eben auch klar gegen europäische Grundrechte verstoßen. Also das sagen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren, aber jetzt haben wir es eben auch vom EuGH mehr oder weniger schriftlich. Und ja, also im Sinne eines Grundrechtsschutzes wäre es natürlich jetzt angemessen, wenn die EU diese Abkommen ja, zumindest aussetzt und nachverhandelt, wobei, wie gesagt, bei so einer Nachverhandlung das halt irgendwie schwierig ist, wie das gehen soll. Also bei der USA, wie gesagt, da hat man Speicherdauern von 15 Jahren, also nochmal 10 Jahre länger als das, was der EuGH beim Kanada PNR gerückt hat. Beim Australien PNR sind es 5,5 Jahre, also auch nochmal ein halbes Jahr länger. Schon allein deswegen wäre es einfach grundrechtswidrig und diese Abkommen sind aber jetzt eben noch aktuell in Kraft, bestehen weiter und es ist eben jetzt die Aufgabe der Kommission, die eigentlich auszusetzen als Hüterin der Verträge. Darüber hinaus gibt es auch ein EU-PNR, das haben wir jetzt dann erst kürzlich auf den Weg gebracht in Deutschland. Es wurde jetzt vor, ich weiß gar nicht, 2 Monaten abgestimmt oder sowas. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier dazu was erzählt habe, jedenfalls dann. Und tritt jetzt auch in Kraft. Und das Schöne beim EU-PNR ist, dass man hier sich auch im Europäischen Parlament, obwohl man vorher dieses Kanada-PNR zum EuGH geschickt hat, war man sich dann sicher, dass das EU-PNR, warum auch immer, irgendwie dann doch ja mit europäischen Grundrechten vereinbar wäre und hat dann dafür gestimmt, obwohl man mal vor ein paar Jahren dagegen gestimmt hatte, wie dem auch sei. Jedenfalls gibt es jetzt dieses EU-PNR, dort wird auch für 5 Jahre lang werden diese Daten gespeichert und zwar hat man sich, es gab einen grandiosen Kompromiss zwischen Rat und Parlament und zwar hat man sich darauf geeinigt, dass nur Flüge von Europa und nach Europa überwacht werden und die Mitgliedstaaten fakultativ eine innereuropäische Speicherung von diesen Fluggastdaten vornehmen können, was dann die Innenminister der EU dann auch relativ zügig beschlossen haben, also haben dann relativ schnell eben auch davon Gebrauch gemacht von dieser Möglichkeit, sodass wir jetzt also de facto eine Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten in Europa haben, die sämtliche Flüge in Europa betrifft, also alles, was nach Europa reingeht, was aus Europa rausgeht oder was innerhalb von Europa zusammengeflogen wird, da werden die Daten eben, also auch exakt dieselben Daten oder fast dieselben Daten, bis auf diese Gesundheitsdaten, die werden nicht gespeichert, das Freifeld gibt es aber trotzdem, also man kann auch in das Freifeld wieder Gesundheitsdaten zum Beispiel reinschreiben, werden diese Daten da gespeichert für 5 Jahre lang auf Vorrat und auch hier haben wir da jetzt also offensichtlich eine gegen Grundrechte verstoßende Maßnahme und auch die müsste eigentlich gestoppt werden, wobei ich vermute, dass wir bei allen dreien, also bei dem USA EU-PNR, als auch bei dem Australien EU-PNR, als auch bei dem EU-PNR, wahrscheinlich dagegen klagen werden müssen und uns jedes Mal wieder vom EuGH ein Zettelchen abholen müssen, wo drauf steht, diese Maßnahme ist grundrechtswidrig. Es wäre schön, wenn das nicht so wäre, aber also wir werden uns auch dafür einsetzen, aber wenn man eben die Politik der letzten Jahre zum Thema Vorratsdatenspeicherung sich so anguckt, werden wir hier immer wieder auf Gerichte zurückgreifen müssen, die uns immer und immer und immer wieder sagen, dass Vorratsdatenspeicherung einfach gegen Grundrechte verstoßen. So viel zum Update. Habt ihr Fragen? Wo ist eine Frage? Wie passt das denn mit dieser Freizügigkeit nach Schengen zusammen? Also das hieße, wenn ich mit dem Auto nach Frankreich fahre, fallen weniger Daten an, werden ausgetauscht, als wenn ich mit dem Flugzeug fliege. Ja, das ist richtig, ja. Also das ist, also Schengen ist nochmal so ein ganz spezielles Problem auf jeden Fall, was dann auch nochmal auf den EuGH zukommt, wenn man denn das EU-PNR dahin schickt. Aber also Schengen ist echt ein großes Problem. Interessant ist auch, dass Belgien auch schon angefangen hat zu sagen, wir wollen auch Zugverkehr mit überwachen,
sodass man dann eben also mindestens 24 Stunden vorher sich sein Zugticket kaufen muss, damit man auch diese PNR-Daten halt vorher schön abgeben kann. Also dass halt die Zeiten mit, wir gehen zum Bahnhof, kaufen uns ein Ticket, könnten da, also zumindest in Belgien, bald vorbei sein, da ist man engagiert. Es gibt auch immer wieder Forderungen vom Antiterrorbeauftragten, zum Beispiel das Ausleihen von Mietwagen damit drunter zu packen. Bei Hotelbuchungen fallen auch solche PNR-Daten an. Also es geht schon klar, zumindest von den Sicherheits-Hardlinern in die Richtung Totalüberwachung des Reiseverkehrs. Und Schengen wird halt schon seit vielen Jahren über verschiedene Datenbanken, die aufgebaut werden, also auch SIS 2, dann halt versucht, darüber wieder kaputt zu machen. Also man baut digitale Grenzen auf, was man bei Schengen halt sozusagen am Anfang mal abgebaut hat, wird digital wieder aufgebaut. Hier hinten gibt es auch noch eine Frage. Ist dieses Freifeld im PNR das, wo die am Schalter auch eintragen können, dass man unfreundlich ist? Genau, dafür wird das hauptsächlich genutzt. Also wenn man in einer Hotline irgendwo hängt und da ein bisschen nervig wird, dann schreibt man das da rein, dass der nervig ist. Aber eben, wie gesagt, auch jemand hat ein Buch dabei oder einen Apfel oder was auch immer. Gibt es noch eine Frage? Da drüben. Ja, gibt es irgendwie ein Selbstauskunftsrecht, dass ich mir meine eigene PNR-Datenbank mal ziehen kann? Ja, das Recht gibt es. In der Praxis ist das schwierig. Also, du kannst zu deiner Airline gehen und dann musst du da deinen Flug angeben und musst halt sagen, du möchtest gerne für genau diesen Flug deine PNR-Daten bekommen. Dann wirst du in der Regel erstmal irgendwie so einen Datensatz bekommen, der nur die Hälfte von dem ist, was der Datensatz tatsächlich hergibt. Dann musst du sagen, nee, ich weiß, dass da mehr drin steht, weil ich habe zum Beispiel ein besonderes Essen bestellt oder so. Dann schicken die dir vielleicht nochmal was. Das viel Entscheidendere ist aber, dass diese ganzen Airlines eigentlich, also es gibt 4 große Buchungssysteme, die eigentlich weltweit auch komplett untereinander vernetzt sind und ja, dort werden eigentlich alle PNR gespeichert, also eben auch von Mietwagen, von Hotels, von allen möglichen gibt es halt, im Grunde gibt es so ein paar Server auf der Welt und da sind die Reisedaten von allen Menschen auf der Welt drinne und die lagern da und wenn man dort zum Beispiel mal nachfragt, also zum Beispiel in Spanien müsste man für den europäischen Anbieter da nachfragen, die wissen überhaupt nicht, wovon du da redest und können dir auch überhaupt keine Daten geben, dann musst du irgendwo anders hin. Und also es gibt auch keine Access Logs, das ist auch ganz interessant bei PNR, also das bedeutet, jeder kann in den Dingern rumfummeln, irgendwas zusammenschreiben, eben die Daten sind nicht verifizierbar, es ist halt eben dieses große Problem, so Ryanair, EasyJet und sowas, die machen nicht bei diesen großen Buchungssystemen mit, aber die klassischen so Allianz Airlines, die sind eigentlich alle mit diesen 4 Buchungssystemen vernetzt, weil man muss ja umsteigen zwischen den Airlines, dann haben die unterschiedliche Buchungssysteme und am Ende des Tages braucht es halt eine große vernetzte Datenbank von 4 Anbietern, die weltweit die auch viele Server in den USA stehen haben, wo man dann auch mit dem Patriot Act ganz gut drauf zugreifen kann, ohne dass man so eine Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten hat. Also man kann das Thema jetzt noch ein bisschen länger zusammenführen, also die Abkommen sind halt echt nur so die Spitze des Eisbergs, da ist einiges im Argen. Ich sehe schon, da hat er direkt die Frage bereut. Gibt's denn noch jemanden, der eine Frage stellen möchte, die er vielleicht bereut später? Okay, das sollte nicht wie eine Drohung klingen. Sieht aber gut aus. Vielen Dank, Alexander Sander. Sehr gerne.